Ich bin Gabi. Ich habe mir was ausgedacht und zwar wollte ich heute aus dem Nähkästchen, ja, nicht plaudern, aber ich habe was aus dem Nähkästchen und zwar einen Gummi. Dieses Gummi schneidet ihr auf 4 Meter Länge und dann mache ich mit euch Gummitwist. Da ihr das ja alleine zu Hause machen müsst, habe ich mir überlegt, unsere beiden Partner sind rechts ein Stuhl und links ein Stuhl und wir spannen das Gummi einfach zwischen beide Stuhlbeine. Es gibt beim Gummitwist verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeitsstufen. Die erste Schwierigkeitsstufe ist, ihr spannt das Gummi auf Knöchelhöhe, nehmt die Beine hüftgelenksschmal auseinander, springt einmal die Choreografie durch und wenn ihr das ohne Fehler geschafft habt, gibt es die zweite Schwierigkeitsstufe. Die zweite Schwierigkeitsstufe wäre Kniehöhe. Ihr springt die ganze Choreografie durch und dann kommt die dritte Schwierigkeitsstufe. Die dritte Schwierigkeitsstufe wäre Hüfthöhe. Ich hoffe, die Stühle sind noch hoch genug. Also wenn ihr das draußen dann hinterher auf den Schulhof springt oder so mit euren Freunden wieder springen könnt, dann könnt ihr Hüfthöhe machen. Dann gibt es noch eine Herausforderung. Das wäre dann Brusthöhe, Achselhöhe. Und die letzte Höhe wäre wirklich die absolute Herausforderung, wobei ich noch nie jemanden gesehen habe, der das geschafft hat. So, das sind die unterschiedlichen Höhen. Jetzt könnt ihr aber auch noch die Stellung verändern. Ihr könnt einmal, ihr könnt einmal die Beine Hüftgelenk schmal aufstellen. Dann könnt ihr einmal in die Grätsche gehen. Dann gibt es als dritte Stufe, die Beine ganz, ganz eng zusammen zu machen. Und als vierte Stufe ist ein Bein, ein Stuhlbein, ein Bein. Und dann springst du die Choreografie wirklich so nah und musst aufpassen, dass du nicht aufs zweite Seilchen springst, aufs zweite Gummiband. So, für euch, ich bleibe heute in der in der Höhe des Sprunggelenkes und beginne einmal mit einer ganz einfachen Choreografie. Es sind 9 Sprünge insgesamt und wir stellen uns einmal schräg zum Gummitwist hin, springen einmal rein, dann öffnen wir die Beine, springen einmal raus, dann springen wir wieder rein, dann nehmen wir das Gummiband zwischen die Füße, springen zur anderen Seite, jetzt kommt's, jetzt mit beiden Füßen auf das Gummitwist, eine Drehung auf die andere Seite, jetzt wackelt es doch ordentlich, der 9. Sprung kommt jetzt und raus. Super, das machen wir jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen höher und wenn ihr diese 9 Sprünge beherrscht, dann könnt ihr auch variieren, wieder mit den Höhen oder mit der Breite, probiert es einfach. Ich habe es jetzt ein bisschen höher gestellt. Ein bisschen rutscht es vielleicht runter. Wir beginnen nochmal. Ich stelle mich jetzt mal zur anderen Seite. Dann könnt ihr es vielleicht auch von der Seite sehen. Der erste Sprung ist rein. Der zweite Sprung ist öffnen. Der dritte Sprung ist schließen. Der vierte Sprung ist zwischen die Beine. Zwischen die Beine. Achtung. Auf das Gummi mit beiden Füßen. Auf das Gummi mit beiden Füßen. Beide Füße. Und raus. Super. Das war der erste Sprung und dann gibt es auch immer noch mal ein paar schöne Reime, die man springen könnte. So, das erste ist, das zweite, was ich mit euch springen möchte, ist Peter Alexander. Viele kennen den von euch nicht mehr, aber der Reim geht einfach so. Okay, es geht so. Peter Alexander macht Beine auseinander, macht Beine wieder zu. Wie alt bist du? Dann dein Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und raus. Du kannst es auch noch variieren, wenn dir diese Sprünge zu einfach sind. Das Mikro ist mir bis zu den Beinen gerutscht. Ein bisschen hochziehen. So. Du kannst es jetzt noch variieren, indem du den gleichen Spruch von Anfang an machst und dann gehst du in die Drehung. Fang nochmal an. Peter Alexander macht Beine auseinander, Beine wieder zu. Wie alt bist du? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und du kannst gehen. Puh, jetzt bin ich schon ganz schwindelig geworden. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Du kannst den gleichen Spruch springen mit einem Fuß unter deinem Gummitwist, den anderen Fuß auf deinem Gummitwist und springst entweder vor und zurück oder du gehst auch in die Drehung. Ich gehe einmal in die Drehung. Eins, zwei, hups, drei, vier, fünf, es rutscht mir runter. Wenn ein bisschen mehr Spannung drauf ist, dann geht es auch noch ein kleines bisschen besser. Probiert einfach mal ein paar Sachen aus. Es ist total anstrengend, aber es macht super viel Spaß. Und ich weiß ja, ihr springt und hüpft total gerne. Eins habe ich noch, das ist ganz schnell, kurz und knackig. Das geht 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, fertig. Okay, es beginnt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, fertig. Super. Okay. Ich glaube, da habe ich euch schon ganz schön viele Möglichkeiten gegeben. Und vielleicht fällt ja der Mama oder dem Papa auch noch mal was ein, was sie früher gesprungen sind an Gummitwist. Und ich hoffe, ich habe euch eine kleine Anregung gegeben und ihr habt ganz, ganz viel Spaß, auch zu Hause in eurem Kinderzimmer oder Wohnzimmer. Und das Gummiband passt in jeder Hosentasche und hinterher für die Schule oder für den Schulhof ist das auch eine super Sache. Ich wünsche euch viel Freude, macht's gut, danke.